Country road, take me home. Moin! Scheiße! Oh, da ist die Polizei. Ja, ich komm nicht weg! Oh, wir müssen abfahren! Oh, Scheibenkleister, das wird ganz holprig. Das Truckerleben ist nicht leicht. Alle Trucker machen sich auf den Weg. Was passiert da jetzt, wenn die Polizei mich aufhaltet und ich 150 fahre? Oh mein Gott, das war ein Drift! Wird das Dominik-Truppe schaffen? Wir tippen auf absolute Blamage. Was geht, meine Party-People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube! Wir zocken heute mal Euro Truck Simulator 2. Das kann nur eine Katastrophe werden. Ich kann sie jetzt schon predikten, das wird eine gottverdammte Katastrophe. Bei 100 Likes gibt es ein Part 2 von Euro Truck Simulator und da könnt ihr mir gerne Challenges unten in die Kommentare schreiben. Deswegen alle fleißig den Like-Button klauen. Wir reden nicht so lang, gehen rein auf unsere erste Mission. Auf geht's! So, meine Damen und Herren, wir spielen heute mal Euro Truck Simulator. Also ich kenne mich noch null aus. Boah, das Teil hat einen Sound! Das ist meine Firmenzentrale. Wichtig ist, Tutorial immer überspringen. Damit wir uns dann wieder fragen, wie funktioniert der Scheiß. Dann fahren wir Klagenfurt und machen wir den höchsten gleich da. Auftrag annehmen. So, jetzt geht's mal los. Jetzt geht es aber los, meine Damen und Herren. So, alle anschnallen. Ist da überhaupt jemand anwesend? Alter, was? Wir liefern zwei Traktoren? Das kann bei Gottes Willen nichts werden. Egal. Holy, holde Maid, das wird zu... Nee, never, Mr. Clever. Das wird aber sowas von gar nichts. Nee. Scheibenkleister, ich bin falsch gefahren. Wie fahre ich das jetzt zurück? Nee, das kann ich nicht. Wie fahrt man denn zurück mit dem Scheiß? Okay, doch, geht eigentlich relativ easy. Immer dahin, wo du willst, darfst du nicht hinlenken. So, jetzt geht's aber los. Moin! So, Rainer im Pinsel. Wir verlieren den Traktor schon nicht. Rainer. Kann ich überhaupt zu schnell fahren? Der sitzt da fest hinten drauf. Vergeh mal voll Stoff, Alter. Das ist mir kackegal. I'm cruising down the street. With zwei Trackers hinten drauf. Und gleich raus da. Oh mein Gott. Wir sind voll dabei. Schau, wie wir da reinfahren. Mit 70 in die 50er-Zone. Wir fahren da aber. Es ist überhaupt kein Problem für mich. Alter, schau, wie das Ding anspeedet. Oh, 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 oh. Scheiße, mir ist der Wagen abgestorben. Entschuldigen Sie, ich muss da mal rum. Oh mein Gott, ich hab fast einen Unfall gebaut. Einmal nicht hinschauen, das war's schon wieder. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich die Aussicht an. Rechts von uns sehen Sie Bäume. Geradeaus sehen Sie Bäume. Und links von uns, einmal dürfen Sie raten, sehen Sie auch einen Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kein Handy am Steuer eigentlich, Chat. Eigentlich kein Handy am Steuer. Sind alle noch dran? Alle noch da? Nichts passiert. Was lernt man raus? Am Handy kein... am Steuer kein Handy. Sprachen lernen, Bubble. Was ist das denn? Das ist ein Renault Twingo. Aber kein Truck. So, warte, wir müssen noch reinbiegen. Da ist unsere Lade. Oh, Mann, jetzt bin ich wieder stehen geblieben, komplett. Mann, der braucht wieder 100 Jahre, bis er weg war. Fahren wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Wir fahren doch komplett falsch, oder? Oh, hi. Mann, verpiss dich da vorne. Digga, jetzt sind wir da in ein Auto reingefahren. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah. Woo! Digga, mit zwei Traktoren auf der Autobahn. Let's go. Oh, scheiße, wir fahren wie angesoffen. Die armen Menschen auf der Autobahn. Hä, wieso? Da ist die Polizei. Officer! Digga, der fährt nicht schneller, Chat. Der fährt nicht schneller, weil die Traktoren da hinten so schwer sind. Ich könnte kotzen im Strahl. Wirklich. So, wir sind da auch bergauf gerade. Da geht nicht schneller. Ja, es tut mir leid. Ich kann nicht schneller. Da müssen wir Maut zahlen. Wieso müssen wir da Maut zahlen? Ist da Real Life auch eine Mautstation?
Nee, jetzt geht. Fahren wir gleich durch. Oh fuck. Oh shit. Ich glaube, wir haben die Säule kaputt gemacht. Wir passen noch nicht durch. Mann, ich hätte auf der anderen Seite fahren müssen. Wie dumm bin ich denn? Scheiße, komme ich da jetzt wieder raus? Ich komme da nicht mehr raus, Chat. Ich habe mich festgefahren. Ich passe da nicht durch. Ich hab's kaputt gemacht. Mann, ja, ich passe da nicht durch. Er fährt langsam raus. Er fährt langsam raus. Ich komme raus. Ich komme raus. Alles gut. Aber noch nicht so. Doch nicht so. Stopp. Der Reifen oder so ist kaputt. Mann, ich komme da nicht raus. Kann ich das irgendwie zurücksetzen? Ich weiß, ich bin auf der falschen Spur. Komm, lass mich da raus. Lass mich da raus! Schau mal, es geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr... Er fährt nicht mal mehr. Mann, ich komm nicht... Was mache ich denn jetzt? Eine Ewigkeit später. Mann, ich könnte kotzen! Ja, ihr braucht auch nicht hupen! Ja, ihr könnt hupen, so viel ihr wollt. Ich komm nicht weg vom Fleck! Ja, ich komm nicht weg! Zur Werkstatt abschleppen. Und jetzt? Wir fahren wieder! Neues Ziel! Wir waren 55 Minuten entfernt vom Ziel. Jetzt 3 Stunden. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Schalalala. Was wie lustig das ist. Ich sitze gerade im LKW, Pause machen und schau dir zu, wie du fährst. Ja, das freut mich, dass es für dich lustig ist. Schau mal, schaut das aus, als wäre das irgendwo, irgendeiner Weise für mich lustig, was ich da gerade mache. Ich war fast reingedonnert. 90 km/h ist das schnellste. Schneller kann der Wagen nicht. Was kriege ich von euch, wenn ich gerade drüber fahre über den Kreisverkehr? Oh mein Gott! Überholen auf der A2 Südautobahn! Geisterfahrer! Scheiße. Bitte seien Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Ich komme alles, aber sicherlich nicht pünktlich! Ich bin froh sein, wenn der Traktor da hinten oben ganz ist überhaupt, wenn ich ankomme. Warum höre ich jetzt so einen Ton? Was ist denn das jetzt für eine Musik? Oh, oh. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was ist denn das? Soll aufhören. Sofort. Country Road, take me home. Ah! Okay. Bitte blinken Sie nach rechts. Wir fahren jetzt hier runter. Wir fahren nach Salzburg. Ich fahre jetzt zu Sebi, ja. Ja, ich stehe auf dem Gas oben, ja. Ich stehe an. Schneller! Entschuldigung! Digga, ich fahr 30. Was? Da ist 100 erlaubt und ich fahr 30 km/h! Stopp. Geschwindigkeitsbegrenzer aus. Mann, jetzt fängt zum Regnen an. Was soll das denn jetzt? Wie schalte ich den... Wie heißt das nochmal? Wie heißt denn das Ding da? Scheibenwischer. Wie schalte ich das ein? Mann, was fährt denn da so langsam? Bruder! Was ist mit dir, Salzburger? Ist ja logisch, dass Sebi vor mir. Sebi, gib mal Gas da vorne! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Alles noch da? Alles noch da. Wir sind da! Wieso passiert da nichts? So, wir laden die Ladung jetzt schwer ab. Fahre zum Verladebereich. Wo ist der? Da muss ich rein jetzt, oder was? Da muss ich rückwärts rein? Nee. Nee, das machen wir anders. Okay. Warte, ich muss wechseln. Sonst sehe ich nämlich nicht, was ich da mache. Oh shit. 27% Schaden. Das Tor ist zu! Warum sagt mir das niemand? Oh scheiße, wir müssen von hinten rein. Boah, rein, eine Futterluke. Seid ihr gespannt, wie wir das machen? Nicht nur ihr, Chat, ich auch. Da, jetzt sagt ihr aber gar nichts mehr, Chat. Minus 500 Euro bei was denn? Abzug für Schäden? Abzug für unbedingt... Okay, wir liefern LKW-Batterien nach Wien. Keine Ahnung, was das für ein Truck ist. Holy moly, jetzt ist es wirklich so ein wirklicher LKW. Ja, fahren wir über Rot, scheiß drauf. Oh, Kacke. Fast Unfall gebaut, alles gut. Sie haben Post? Nee, ich habe keine Zeit für Post. Das ist so Kamerafahrten von Dings. So, D-Max. Das Trucker-Leben ist nicht leicht. Alle Trucker machen sich auf den Weg.
stundenlang durch ganz Österreich und den Rest der Welt. Was ist da, Unfall? Oh, das ist der Hupe! Was macht denn der für Spurwechseln? Tipp für Geld, Stonks, Mann. Ey! Was sind wir auf der Spur? Ich bemühe mich doch! Was ist denn jetzt los? Haben wir auf einmal einen Superboost gekriegt, oder was? 152 km/h fährt das Ding! Was passiert da jetzt, wenn die Polizei mich aufhaltet und ich 150 fahre? Oh, oh. Kollege, bitte einmal schneller! Dankeschön! Oh, wir müssen abfahren! Oh, Scheibenkleister, das wird ganz holprig. Schaffen wir das? Oh! Scheiße! Nee, wir haben das Ding quergelegt! Ich hab gedacht, das kann nicht umfallen, das Ding. Das Gute ist, die Werkstatt ist einfach 4 Minuten von unserem Ziel entfernt. Hä? Wieso? Mann! Muss ich da genau draufstehen? Mann, scheiße, da muss ich rückwärts hinpacken. Ach du heilige Mutter Maria Gottes. Okay, seid ihr ready? Ja, schön langsam. Oh, scheiße, falsche Richtung. Schön langsam. Ja, sehr gut. Sehr schön. Zu weit. Sehr gut. Sehr stark. Passt. Läuft. So, diesmal war besser. Alles grün. Das machen wir. Komm, Kupferdachrinnen. Auf noch Linz. Let's go. So, eine neue Fahrt, ein neues Ziel, hätte ich mal gesagt, ne? Achtung, Windböen. Wo, was für Windböen? So, let's go, drück auf die Tube da vorne. Ich muss meine Lieferung abbringen. Die Kühe hinten drin, die schreien schon. Hörst du sie? Also, drück aufs Gas. Ich muss. Lol. Eine Kuh macht Wuff? Eine gedopte Kuh vielleicht, ja? Heim zur Mama! Ey, Bruder! Oh mein Gott, das war so close! Nichts passiert, alles gut! Scheibenkleister, was ist das denn jetzt? Okay, okay, okay. Nur keine Panik auf der Titanic! Wir haben alles unter Kontrolle. Oh, da ist die Polizei. Scheiße. Da ist die Polizei. Psst. So, jetzt wird's spannend. Neue Maut, wir fahren jetzt mit Fulka mal durch! Oh, oh. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, durch da. Oh mein Gott, kann mir keiner sagen, dass ich das gerade geschafft habe. Durchgeschlendert, wie eine Schlange. So, wir müssen abfahren. Schaffen wir es mit 123 km/h abzufahren? Ich gehe jetzt nicht vom Gas, okay? Oh mein Gott, das war ein Drift. Im Magen vor mir fährt ein süßes Mädchen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Gott, da vorne ist die Polizei. Ah Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Boah, das war aber offline. Offroad, offline wahrscheinlich, offline. Die Kurve machen wir ohne Bremsen. Oh mein Gott! Scheiße, Schaden 2%. Boah, der Vater was zum... Oh Scheiße, das war zu weit. Geht noch? Kann mir mal einweisen? Ich ahne nichts Gutes. So, erstmal darüber über die Wiese. Das ist überhaupt kein Problem. Kackegal, wir fahren den LKW. Der haltet das aus. Wir sind falsch. Muss ich doch rückwärts rein? Warte, ich muss das anders angehen. Ja, aber wie? Wie gehe ich denn das Ganze an? Wird das Dominik-Truppe schaffen? Wir tippen auf absolute Blamage. Und? Nach hinten? Ja? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, es ist zu weit. Stopp, halt, halt! Ah, wir fahren in die Mauer rein! Nee, wir müssen nach vorne. Nee, falsche Richtung. Scheiße, ich habe in die falsche Richtung gelenkt. Eierkopf. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße. Entschuldigung? Wie komme ich denn da hinten rein? Wie komme ich denn da hinten rein? Lenken! Lenken! Gut, zu viel. Mann, ich kann das nicht! Die verdammte Scheiße! Perfekt! Wir haben tipptopp entladen. Absatteln. So, meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Bei 100 Likes gibt es ein Part 2 vom Euro Truck Simulator. Könnt ihr gern sonst Challenges unten in die Kommentare schreiben, was wir in Euro Truck Simulator machen sollen. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.